Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wie ihr alle wisst, das Thema meines Kanals sind deutsche Uhren und heute möchte ich einmal einige Uhren vorstellen, die, wie ich finde, ein ganz, ganz toller Einstieg in das Sammeln von deutschen Uhren ist. Die Uhren liegen im Schnitt um die 500 Euro, also nicht im wirklich sehr teuren Bereich, was ich für einen Einstieg sehr gut halte, damit man nicht direkt zu viel Geld ausgibt, falls es einem nicht gefällt. Und ich werde hier in dieser Zusammenstellung keine Uhren aus Glashütte vorstellen, nicht weil ich das für schlechte Uhren halte oder aber weil ich keine gefunden hätte, sondern aus zwei Gründen. Zum einen ist es schwer, Uhren in Glashütte zu finden, um die 500 Euro. Und zum anderen möchte ich über das komplette Gebiet Glashütte und die Glashütter Marken ein separates Video machen, weil ich finde, diese Region hat das verdient. Ja, viele von uns haben mehrere Uhren und beim Sammeln fängt man ja an, meistens mit einer Uhr und dann kommt eine zweite dazu, der Geschmack bildet sich aus, man probiert ein bisschen rum, man ist sich unsicher über die Form, die Farbe, die Größe, man weiß noch nicht genau, welche Qualität einen anspricht, vielleicht hat man eine Vorstellung davon, welcher Stil einem gefällt, aber auch innerhalb eines Stils gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt verschiedene Werksvarianten, Handaufzug, Automatik, es gibt die Quarzuhren, es gibt Mischformen wie Solar, wie Kinetik, bei Seiko Spring Drive, eine unglaubliche Vielfalt. Dann gibt es verschiedene Funktionen der Uhren. Es ist ganz, ganz schwer, wirklich genau herauszufinden, was man möchte. Und deswegen kommt es oft dazu, dass man Uhren kauft und dann wieder verkauft, weil einem eine oder mehrere Details nicht gefallen. Übrigens, hier ist es ordentlich warm und wie immer versuche ich mein Sammlungs- und Übersichtsvideo ungeschnitten zu machen. Also wenn ich hier ab und zu mal der Sonne huldige, dann seht mir das bitte nach. In meiner Zusammenstellung möchte ich einen möglichen Einstieg in das Sammeln von deutschen Uhren geben. Und alle die Uhren, die ich zeige, wie gesagt, liegen im Schnitt um die 500 Euro und sie sind in der jeweiligen Klasse meiner Meinung nach ihr Geld wirklich wert. Ich möchte verschiedene Stile abdecken. Ich möchte aufzeigen, dass es unterschiedliche Größen gibt. Einzelne Uhren gibt es auch innerhalb der Uhr in unterschiedlichen Größen oder Ausprägungen. Ich habe Uhren verschiedener Farben dabei, also schwarz-weiß und auch eine ganz farbige. Und das Ganze, um einen möglichen Einstieg zu machen, eine mögliche Vielfalt zu haben und dann darauf aufbauend vielleicht sich in die eine oder andere Richtung weiterentwickeln zu können. In jedem Fall ist diese Zusammenstellung aber eine sehr vielfältige Sammlung, mit der man jeden Bereich abdeckt. Beginnen möchte ich mit einer Taucheruhr und zwar von Mark & Sons. Es handelt sich um die Professional 4 in Blau. Ich habe mir das Blaue ausgesucht, weil Blau bei Uhren im Augenblick so ein kleines bisschen meine Lieblingsfarbe ist. Es gibt diese Uhr aber auch mit einem grünen Ziffernblatt, mit einem schwarzen Ziffernblatt und mit der Leuchtmassenfarbe Old Radium. Die Uhr kostet, wie ich sie euch hier zeige, 490 Euro. Die angesprochenen Varianten gibt es auch mit einem schwarz beschichteten Gehäuse für 540 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm und einen Lug-to-Lug-Span, also Horn-zu-Horn, von knapp unter 50 mm, 49,5. Damit ist das keine kleine Uhr, aber trotzdem für wahrscheinlich viele Handgelenke noch gut tragbar. Die Uhr ist bis 500 Meter wasserdicht und hat ein flaches, entspiegeltes Saphirglas auf der Frontseite.
Die Bandanstoßbreite beträgt 22 Meter, also ein gerader Anstoß, sodass man auch mit Bändern ein bisschen rumspielen kann und auch statt des hier gezeigten Stahlbandes ein Lederband oder auch ein Aftermarket-Kautschuk- oder Silikonband an der Uhr verbauen kann. Die Uhr wird angetrieben durch ein Miyota 9015 Automatikwerk. Nachdem ich in meinen letzten Videos oft gesagt habe, dass ich mit Miyota etwas fremdel und sehr viel Rückmeldung bekommen habe, dass das ein Werk ist, was sich sehr gut warten und sehr gut einstellen lässt, spare ich mir diese Bemerkung und behaupte einmal, ohne da eigene Erfahrung zu haben, dass das ein Werk ist, was nach allgemeiner Erfahrung wohl den ETA-Werken gleichwertig ist und insofern durchaus nicht vom Kauf abhalten sollte. Wie erwähnt, die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, sie ist 13 mm hoch und hat ein Gewicht von 214 Gramm. Mark & Son ist eine deutsche Marke, hat viele Uhren im Angebot, auch viele, die das Rolex Submariner Design aufgreifen. Diese Uhr hier finde ich ziemlich eigenständig. Es ist eine robuste Uhr mit einer hohen Wasserdichtigkeit, sodass man damit den Bereich Freizeit, Tauchen, Strand, Sport und alles andere sehr gut abgedeckt hat. Die zweite Uhr, die ich euch gerne als Starterpaket für eine mögliche Sammlung deutscher Uhren vorstellen möchte, ist die Iron Annie mit der Referenz 50661 bzw. Bauhaus 1 für einen Preis von 479 Euro. Ich habe mich hier entschieden für die Variante mit weißem Ziffernblatt und stahlfarbenen Zeigern. Es gibt diese Uhr auch mit schwarzem Ziffernblatt und beide Varianten auch mit goldfarbenen Zeigern. Mir gefällt das Design dieser Uhr sehr, sehr gut. Sie schafft einen schönen Spagat zwischen einer sportlichen Bauhausuhr, die aber auch gut zu etwas festlicheren Anlässen getragen werden kann. Das Uhrwerk ist ein mechanisches Uhrwerk Kaliber 9132. Auch hier vermute ich ein Miyota-Werk dahinter. Hat auf der 12 Uhr Position eine Gangreserveanzeige, eine 24-Stunden-Anzeige auf der 6 Uhr Position. Das ist keine zweite Zeitzone, keine GMT, sondern lediglich eine 24-Stunden-Anzeige und ein Datum auf der 3 Uhr Position. Auf der Vorderseite haben wir ein leicht gewölbtes Mineralglas. Die Zeiger und auch die Indizes sind mit Leuchtmasse versehen, die Zeiger mit einem dünnen Strich als Einlage im Zeiger selber und die Indizes mit kleinen leuchtenden Punkten oberhalb der Stundenmarkierungen. Der Durchmesser beträgt 41 mm, die Höhe 12 mm und die Uhr ist mit 62 Gramm ein wirkliches Leichtgewicht. Wasserdicht bis 5 ATM oder 50 Metern, damit ist das eigentlich keine typische Stranduhr. Mit Mineralglas und dem insgesamten Erscheinungsbild der Uhr würde ich diese auch nicht an den Strand anziehen und auch nicht mit ihr schwimmen gehen. Die dritte Uhr, die ich in meinem Sammlungsvorschlag vorstellen möchte, deckt den Bereich der klassischen Fliegeruhren ab. Ich habe mich zum einen wegen des Preises und zum anderen auch wegen der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten hier für die Dekla Fliegeruhr entschieden und einfach damit es auch ein bisschen Abwechslung bringt, das Ziffernblatt etwas anders ist für die Fliegeruhr Typ B. Die hier gezeigte Uhr kostet 554 Euro und Dekla bietet unglaublich viele Varianten an, um diese Uhr zu individualisieren. Es gibt sie in der hier gezeigten Variante Fliegeruhr Typ B. Es gibt sie aber auch als Fliegeruhr Typ A ohne den inneren Stundenring. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen. Es gibt sie in drei verschiedenen Gehäusebearbeitungen. Gesandtstrahlt bzw. satiniert. Es gibt sie in der Kombination poliert und satiniert. Es gibt sie mit einem gehärteten Stahl, Dekla nennt das Six Steel, und sie gibt es auch mit einer Old Radium Leuchtmasse. Alternativ kann man auch die hier gebläuten Zeiger als schwarze Zeiger wählen.
Also man kann diese Uhr sich in ganz vielen verschiedenen Varianten zusammenstellen. Egal welche Variante man wählt, mit der Fliegeruhr hat man eine Facette in meiner Anfängersammlung, in meinem Anfängersammlungsvorschlag, die einen ganzen Bereich abdeckt, der für mich als Sammler wirklich sehr interessant ist. Die vierte Uhr, die ich vorschlagen möchte, kommt von Laco. Laco ist ein sehr traditioneller deutscher Hersteller und ich denke, wenn man anfängt, sich mit Uhren zu beschäftigen, sollte man eine Uhr haben, die man auch zum Anzug tragen kann und die auch für etwas ruhigere Anlässe gut ausgestattet ist. Und für mich ist das die Laco Halle 40. Die Uhr kostet 440 Euro, gibt es in zwei verschiedenen Größen und, wer dies möchte, auch mit einem dunklen Ziffernblatt. Die Uhr ist ausgestattet mit dem Werk Laco 15. Laco schreibt, das Basiswerk ist das Miota 9015, ohne aber zu sagen, was genau modifiziert wurde. Auf der Frontseite haben wir ein gehärtetes Mineralglas und einen Mineralglasboden. Die Uhr hat 40 mm Durchmesser, die von mir hier gezeigte. Sie gibt es aber auch mit 38 mm. Und das war mir ganz wichtig zu zeigen, damit man, wenn man das Sammeln anfängt und ein bisschen rumprobiert, auch ein klein wenig mit Größen spielen kann und das Ganze in einem Preisbereich, den sich viele leisten können. Die Höhe beträgt 10,3 mm, was für eine Uhr zum Anzug unter eine Hemdmanschette für mich ganz wichtig ist. Sie passt also sehr gut darunter. Der Anstoß Horn zu Horn sind erstaunliche 48 mm, was mit den sehr lang abstehenden und dünnen Hörnern zu tun hat. Das ist aber ein typisches Merkmal dieses Stils, den wir auch bei der Stova Antea oder aber der Nomos sehen. Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht und wiegt inklusive Armband lediglich 64 Gramm. Die letzte Uhr, die ich euch zeigen möchte, ist eine Uhr, die den Bereich Field Watches, Militäruhren abdeckt. Und zwar handelt es sich um die Steinhardt Military 42. Eine Uhr, die eine wunderschöne Freizeituhr ist, in meinen Augen insbesondere, weil Steinhardt diese Uhr nun mit 10 Bar Wasserdichtigkeit, sprich 100 Meter, ausweist. Oft waren diese Uhren bei Steinhardt nur bis 50 Meter wasserdicht. Ich finde das sehr gut, dass wir hier jetzt eine erhöhte Wasserdichtigkeit haben. Als Werk verbaut ist das ETA 2824 bzw. das Sellita SW 200, je nach Verfügbarkeit und jeweils in der Qualitätsstufe Elaboré oder das Äquivalent. Die Zeiger und die Stundenindizes sind mit Leuchtmasse belegt, BGW 9 weiß, die Krone ist verschraubt und auf der 6 Uhr Position haben wir ein Datum. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm bei einer gesamten Bauhöhe von 13 mm und einem Gewicht von 101 Gramm. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Und wenn man sich die Gehäuseform anschaut, finde ich das sehr charmant, denn hier kann man mit 22 mm Lederbänder montieren, ohne dass es einen größeren Spalt am Gehäuse gibt. Das gefällt mir sehr gut. Die Uhr hat ein gewölbtes und entspiegeltes Saphirglas. Auf der Webseite schreibt Steinhardt auf der Innenseite zweifach entspiegelt, was für mich den Umkehrschluss zulässt, auf der Außenseite ist es nicht entspiegelt und ist damit auch auf der Außenseite nicht kratzempfindlich. Ja, das waren meine 5 Uhren. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr vielfältige Startersammlung. Wir haben etwas Feineres, wir haben eine Fliegeruhr, wir haben eine Taucheruhr, wir haben eine Fieldwatch, wir haben größere Uhren, wir haben kleinere Uhren. Ich denke, dass das eine Sammlung ist, mit der man sehr glücklich werden kann und jede dieser Uhren ist in ihrer Klasse aus meiner Sicht den Preis wirklich wert und in keinster Weise ein Fehlgriff. Mich würde interessieren, wie ihr diese Zusammenstellung findet, ob ihr euch vorstellen könntet, mit dieser Zusammenstellung oder dieser Art der Zusammenstellung glücklich zu werden und was eure Erfahrungen beim Sammeln sind.
Genießt eure Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Schaut auch gerne in die Videos rein, die ich euch hier vorschlage. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.